richtet sich an alle Leute. Die Fortgeschrittenen haben dann auch Übungsaufgaben dazu, aber auch die Anfänger können das hier ohne Probleme genießen. Es dauert auch nur ganz kurz. Stell dich vor, ihr schreibt eine Funktion und ihr wollt schauen, dass die Funktion korrekt ist. Erster Schritt ist, ihr achtet darauf, dass die Funktion die Typprüfung besteht. Ne? Und jetzt gibt es ja dieses Motto, wenn eine Funktion die Typprüfung besteht, dann ist sie korrekt. Und dieses Motto ist ein sehr gutes Motto, aber es ist natürlich übertrieben. Es ist weniger übertrieben, aber wir wissen schon. Es kann schon auch sein, dass irgendwelche Logikfehler drin sind, dass irgendwelche numerischen Fehler drin sind. Also nachdem ihr eure Funktion so weit aufgepusht habt, dass sie die Typprüfung besteht, wollt ihr jetzt noch in Einzelfällen überprüfen, ob sie okay ist. Und wie macht man das normalerweise? Normalerweise geht man halt Shell oder auch in anderen Sprachen, ja, und tippt da irgendwie seine Eigenschaften ein. Und man testet zum Beispiel, ob Wurzel aus 10 Quadrat wieder 10 ist. Stimmt. Und dann macht man vielleicht noch, ob Wurzel aus 15 Quadrat wieder 15 ist. Oder auch andersrum. Wurzel aus 10 und das ganze Quadrat gibt das wirklich 10. Und so würde man 100, danke. Ne, 10. 10, Fließkommafehler. Ja. Ne? Das hier gibt 10,002. Ja, klar. Ja. Sowas findet man dann. Ja, richtig. So. Und jetzt würde man also paar 3, 1, 3, 4 Einzelfälle machen. Und du hast vergessen, exakt wie das zu machen. Richtig, genau. Und je nachdem, wie gut man als Programmierer ist, gibt man sich damit zufrieden oder nicht zufrieden. Anfängerprogrammierer würden sich vielleicht in diesen 3 Checks zufrieden geben. Aber das ist gefährlich, ne? Weil später strukturiert man vielleicht den Code um oder ändert halt nochmal Sachen und dann müsste man ja nach jeder Umstrukturierung wieder diese 3 Fälle prüfen. Was daher bessere Programmierer machen, ist, sie schreiben sich einen Testsuite, wo all diese Testfälle drin sind und immer wenn man Code geändert hat, kann man die ganze Testsuite laufen lassen. Dann werden halt all diese Fälle, die man sich einmal überlegt hat, geprüft und wenn sie immer noch okay sind und wenn man nicht völlig im Schuggel war beim Umprogrammieren, kann man dann recht sicher sein, dass der neue Code genauso gut funktioniert wie der alte. So, das ist der Standardzugang bei anderen Programmiersprachen. Aber in Haskell haben wir QuickCheck. Und mit QuickCheck kann man das noch eine Stufe besser machen. Und zwar kann man einfach Eigenschaften formulieren, die die Funktionen erfüllen sollen. Zum Beispiel erwarte ich von der Wurzel Folgendes. Wurzel aus x² soll wieder x sein. Das erwarte ich von der Wurzel. Wurzel aus x² soll wieder x sein. Und jetzt kann ich einfach Haskell bitten, dieses Prädikat zu überprüfen. Und dann sagt er, failed, das Prädikat war nicht okay. Ich muss wohl mein Verständnis von der Wurzel noch mal ein bisschen überdenken. Denn wenn man minus 4, danke, so, ja. Gut. Wenn man minus 4 einsetzt, dann stimmt es nicht, dass Wurzel aus x² wieder x ist. Weil x ist ja dann minus 4, aber Wurzel aus 16 gibt plus 4, nicht minus 4. Und so ne, bin ich einfach 10 Stufen besser als ein Programmierer in anderen Sprachen, der sich all diese Fälle und auch Randfälle selbst überlegen muss. Wir machen es allgemeiner, wir formulieren einfach eine Eigenschaft, die gelten soll und lassen sie dann überprüfen von QuickCheck. Und was macht QuickCheck im Hintergrund? QuickCheck berechnet zufällige Eingaben und testet das Prädikat auf diesen zufälligen Eingaben und schaut, ob es immer geklappt hat oder ob es einmal nicht geklappt hat. 100 normalerweise, man kann es aber natürlich verstellen. Und QuickCheck stellt sich dabei aber noch ein bisschen klüger an. Zum einen nämlich bearbeitet es sich von einfachen Eingaben hin zu komplizierteren. Also gerade bei Listen zum Beispiel würde es auch erstmal die leere Liste checken oder sowas und nicht erstmal die Liste mit 1 Million Einträgen, nämlich folgenden. Ja. Und außerdem, das sehen wir hier mit diesem Shrink, wenn QuickCheck ein Gegenbeispiel gefunden hat für die Behauptung, dann versucht QuickCheck dieses Gegenbeispiel noch zu vereinfachen. Ja? Jetzt stand hier nicht dran, was das vorher unverkomplizierte war, aber es gab schon irgendeinen Vereinfachungsschritt und der hat dann eben zu dem einfachen Gegenbeispiel minus 4 geführt. Bei Listen zum Beispiel könnte eine Vereinfachung dadurch bestehen, dass die Liste verkürzt wird und man schaut, ob das Gegenbeispiel bei einer kürzeren Liste auch noch da ist. Und das hilft mir natürlich dann auch super beim entweder Verbessern meines Verständnisses oder beim Verbessern des Codes, weil ich nicht ein kompliziertes, großes Gegenbeispielprogramm bekomme, was das Prädikat widerlegt, sondern ein kurzes, einfaches. Wie eben hier die minus 4. Wenn es diese Werte durchprobiert, wie lässt es mehr verlaufen? Ja. Immer die gleichen Werte probiert? Nee, immer andere Zufallszahlen. Okay. Wir können das jetzt auch mal hier mal prüfen mit, ich müsste hier ABS, also die Betragsfunktion, verwenden. Jetzt wäre es zumindest mathematisch richtig, jetzt können wir mal schauen, was die Fließkommafehler daraus machen. Fließkommafehler passen hier sogar.
Ja? Du musst es genauer sagen. Es kommt darauf an, wie die Instanzen von GiveCheck implementiert sind, ob es deterministisch oder nicht ist. Also. Ja. Das stimmt, aber die sind ja alle fast nicht deterministisch. Ne? Hier auch um Anwesende Numerika noch, dass sie sich nicht aufregen, ja, sollte ich vielleicht lieber sowas schreiben. Ich sollte zwei Fließkommazahlen nicht auf gleicher testen. Ich sollte mir schauen, ob ihr Unterschied kleiner als 1 e minus 10 ist. Du hast bei Fresco eine Bibliothek Constructive Reals. Ja, die gibt es. Die exakt mit Wurzeln rechnen kann. Genau. Das ist eine tolle Sache. So wie man mit Ganzzahlen beliebiger Größe arbeiten kann, wenn der RAM genügend groß ist, kann man auch mit reellen Zahlen beliebiger Genauigkeit arbeiten, wenn der RAM genügend groß ist. Speichert er die dann als Fließkommazahlen oder macht er irgendwas total Kluges, dass er die Zahl zerlegt, so wie man Brüche zerlegen kann? Und es gibt ganz viele verschiedene Implementierungen davon und viele geben sich Mühe. Ja. Okay. Lass uns noch ein Beispiel schauen. Zum Beispiel, ich nenne die einfach nur Prom 1, okay? Habe ich langweilig. Wenn man eine Liste hat, dann kann man doch die Liste revertieren und dann sollte doch die neue Liste dieselbe Länge haben. Länge von reverse xs gleich Länge von xs. Das kann ich formulieren, ja? So kann man prüfen, ob die Funktion reverse richtig implementiert wurde. Und jetzt können wir QuickCheck aufrufen und sehen, ja, das passt. Oder eine andere Bedingung könnte sein, reverse von xs ist wieder xs. Und auch das kann man prüfen. Hat das einen Hintergrund, dass du das Prop 1 mit let definierst, anstatt es einfach so als allgemeine Funktion in den Raum zu müllen? Hat einen Hintergrund, nämlich in der interaktiven Shell darf ich das gar nicht schreiben. okay. In der interaktiven Shell muss ich alles mit dem let davor machen. Okay. Und in der Datei wäre es genau andersrum. Da darf ich kein let machen, aber muss es. Genau, das ist dasselbe let dann wahrscheinlich auch wieder in der Double-Konnotation, oder? Richtig, ja. Genau. Wir sind hier nämlich eigentlich im großen Do-Block. Okay. Tim oder andere Code-Foren? Habe ich was vergessen zum QuickCheck? QuickCheck ist kein Beweis. QuickCheck ist kein Beweis, nee, genau, also natürlich nicht. Aber die Kombination aus Typprüfung wird bestanden und QuickCheck wird bestanden, ist wirklich eine Möglichkeit, um wirklich robuste Software zu schreiben. Ich würde damit noch kein Herzschrittmacher schreiben, ja? Aber also es langt auf jeden Fall für viele Sachen schon. Man muss sich halt seiner Grenzen bewusst sein. Aber das ist eine schöne Art und Weise. Und das ist schwer, die Properties zu finden. Ja, genau. Richtig, das ist der schwerste Teil. Man muss, wenn mir nur eine Property einfällt zu meiner Sache und die prüft und die erfüllt ist, dann sagt es noch nicht so viel aus, wie wenn ich mir Mühe gebe und 20 verschiedene, auch knackige Properties finde und die prüfen lasse. Genau. Das ist natürlich wichtig. Inwiefern hängt das jetzt zusammen mit Invarianten, wenn ich gut darin bin, bei Algorithmen Invarianten zu kennen oder zu erkennen? Hat das auch was damit zu tun? Das hat auf jeden Fall super viel damit zu tun. Okay. Du kannst eigentlich damit prüfen, ob deine Invarianten, von denen du glaubst, dass Invarianten sind, ob sie wirklich Invarianten sind. Ja, wenn mein erster Gedanke ist, Invarianten hat man ja meistens bei Schleifen. Richtig, genau. Schleifen hast du jetzt natürlich nicht in Haskell, aber trotzdem ist es wirklich sehr eng. Vieles, genau. Genau, ja. Was interessant ist, es gibt die Bibliothek Tasty, die quasi alle diese Testing-Bibliotheken vereint. Und wo man dann auch Agile und ganz normale Unit-Tests machen kann und die einfach zusammenschmeißen mit QuickSet-Properties, und der gibt sehr schön aus. Also man kann im Endeffekt, man muss nicht nur QuickSet machen, sondern man kann das schön kombinieren miteinander. In Haskell zumindest. Ja. Okay, also das war es auch schon von diesem Einschub. Fazit, es ist cool, es ist eine neue Art des Denkens, wenn man Eigenschaften über seinen Code formuliert und die versucht mit QuickCheck zu beweisen. Beweisen zu lassen. Oder zu widerlegen, das ist vielleicht die bessere Formulierung.